Es kann weitergehen mit Tales of Cilia 2. Ich bin es, Adam MC Mafix. Wir sind hier in der schönen Stadt von Triglef, Leute. Aber wir werden bald woanders hinreisen. Und zwar nicht nach Triglef, nicht nach Drellin und auch nicht nach ins schöne Riese Maxi, sondern ganz woanders hin. Und zwar nach Kanan, Leute. Das große Land von Kanan steht uns nun offen, Leute. Wir haben im letzten Part die 5 Wegweiser zusammengetan und dann hat sich Kanan geöffnet. Es ist ein riesiger Planet, der irgendwie über uns schwebt. Ein wenig merkwürdig. Okay, egal. Zumindest kam dann unser guter Freund wieder, der Kronos, und hat erstmal gezeigt, Leute, was für eine Macht er hat. Wir haben versucht, gegen ihn zu kämpfen, doch immer, wenn wir ihm Schaden zugefügt haben, hat er einfach hier die Zeit zurückgedreht und der Schaden war weg. Das macht die Sache sehr leicht, ihn zu bekämpfen. Julius und er sind dann irgendwie wegteleportiert worden und scheinbar ist jetzt unser Bruder hier auch fürs erste Mal wieder weg. Der kommt auch immer zur besten Situation und dann ist er gleich wieder weg. Zumindest hat uns dann Beasley hier gezeigt, Leute, was wir jetzt machen müssen und zwar mit seiner Hilfe irgendwie nach Kanan zu reisen. Deswegen gehen wir jetzt hier erstmal zur Spiritus AG. Elle, die war ein wenig entsetzt hier über Kanan und so. Ich wollte noch nicht anfangen und ich wollte mir noch eine Skizze anhören. Egal. Beasley hat ihr dann gesagt, dass sie unbedingt alles machen muss, was er ihr befiehlt. Denn sonst wird der liebe nette Luger verschwinden und das wollte die Elle nicht. Elle ist nun bei Beasley und ich hoffe mal, ihr geht's fürs Erste noch gut. Schauen wir mal, was wir nun machen werden, Leute. Aber ich denke mal, eins ist klar, unser Weg führt uns nun wirklich endgültig nach Kanan. You want us to just forget about his debt? What kind of sob story did he feed you anyway? Mr. President, something really is wrong with Luger. Of course. Something is always wrong with people who need that kind of money. The guy even has a terrorist in his family. That's not true. Luger and Julius are... If you can't do your job, then I'd be happy to accept your resignation. There's no room for bleeding hearts in the banking business, my dear. It's okay. It just burns me up to hear him talk about you and Julius that way. It would seem this money is a source of unhappiness for her. Why not just pay her back? We have to wait until Elle returns anyway. I'm so sorry. Kapitel 13, das gelobte Land erscheint. Ende. Sehr schön. Nova, habe ich dich? Ich möchte dich jetzt nicht schon wieder ärgern und gemein zu dir sein, weil du gerade für uns hier eingestanden bist, aber habe ich dir nicht beim letzten Mal erstmal 60.000 bezahlt? Und insgesamt dazu nochmal knapp 100.000 mit dem, weil du mich alle 3 Sekunden angerufen hast? Aber na klar! Bitte, Teamkameraden, könnt ihr mal aufhören zu reden? Bitte. Ja, ich... Es ist echt nervig, wenn meine Kameraden reden, dann kann ich nicht auf den Knopf hier drücken, dass ich Schulden abzahlen kann. Komm. Oh, Elvin, ich weiß, dass du cool bist, aber bitte, 2 Sekunden. Psst. Seid ihr jetzt fertig? Warten wir einfach nochmal 5 Minuten, bis jeder einmal was gesagt hat. Ja, wir haben ja Zeit. Ich will ja keine Schulden abzahlen, gell? Ja, will ich ja gar nicht. So. Okay, nur 150.000, das sollte man ganz schnell zusammenbekommen. Dumm, dass ich jetzt hier echt so viel Geld gegeben habe und dass das jetzt im Endeffekt unwichtig ist. Weil ich habe mehr als 100.000 gegeben, viel mehr als 100.000 und irgendwie ist das trotzdem unwichtig. Sehr schön. Finde ich super. Dann machen wir jetzt ganz kurz Nebenaufträge. Finde ich echt gerade nervig. Wie viel bekommen wir da? 11.000. Das wird nicht reichen. Ich habe gerade eigentlich keine Lust. Dann machen wir ein Elite-Monster schnell platt. So. 150.000, 120.000. Die sind alle echt stark. Ihr seht schon, ich habe eigentlich alle, die ich besiegen kann. Besiegt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den hier an. Ich hoffe, den können wir besiegen. 10.500 und Hydroklingen in der Kuka-Eishöhlen. Wo sind die Kuka-Eishöhlen? Oh, ach, das ist ja wunderbar. Gut, da müssen wir jetzt erstmal gar keine dummen Geldaufgaben machen. Sondern ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach ja erstmal das nächste Charakter-Event. Schauen wir mal, mit wem das hier sein wird. Da bin ich jetzt ja gespannt hier. Ich tippe mal mit Gas, weil Gas hat man immer hier die Missionen, oder?
Ah, ich kenne mich doch aus. So, dann fahren wir hier erstmal fort mit Gaos Nebengeschichte. Kapitel Nummer 3. Die Sehenswürdigkeiten von der Riese Maxia. I'm glad you dropped by. Can I play too? I saw you come in here, and I just hate being left out. You made it! Perfect timing! What are you all doing here? Are you saying we're not welcome? Only Ersten is good enough to join your little club? Whatever. Okay then, everyone ready? I got a big announcement. We're all going on a trip to Riza Maxia! What? I've always wanted to see Fenmont. Count me out. What? Come now. No point in refusing when he gets like this. He'll break. It'll happen. Yes, but... Fenmont... What, is Fenmont lame or something? Ersten's not a fan of crowds. Isn't that right? Why are you doing this? Well, what about that something or other Deepwood, then? The Sapstrap Deepwood? Yeah, that place. I saw it in the brochure. It's like one gigantic forest. And we don't exactly have one here in Olympias. The brochure said it's a great place to escape the bustle. Sounds right up your alley. The Sapstrath Deepwood. Great, it's agreed. Hey, I haven't agreed to anything. You cool with that, Luger? Then let's get moving. Die haben ja erst einen ganzen über den Tisch gezogen, würde ich mal sagen hier. So, ey, natürlich, wir wissen natürlich, warum der liebe nette Ersten nicht hier nach Fenmont will, weil er ist ja der König und ich denke mal in der Hauptstadt, da würde man ihn schon erkennen. This is a forest. Riza Maxia is freaking amazing! This path runs straight through it, but it's not exactly a walk in the park. We'll be fine. But, you know, we'll let you handle the monsters. Klar, klar. Lass den König hier die Drecksarbeit machen. So gehört sich das. Also, das ist so gehört sich das. Tolle Taktik. Als erstes schicken wir den König vor. Naja. So, ja, wie gesagt, der Grund, warum ihr den Ersten nicht nach Phenomen will, ist ja, dass ihn die Leute da kennen wollen. Und er ist ja mal hier Inkognito in Olympus unterwegs. So, dann haben wir uns kurz die Skizze. Oh, ja. Those children have become quite enamored with you. Is that so? It's nothing to be embarrassed about. It's a fine opportunity to introduce Olympians to the highlights of Riza Maxian culture. I'm hardly an expert at that sort of promotion, but I suppose there is value in these sorts of cultural exchanges. Luger, what aspects of Riza Maxia interest you? The local delicacies. Well, there's supposed to be a very unique mushroom that grows right here in the Sapstrath Deepwood. Oh, I know! Smoke shrooms! Why don't you whip up a smoke shroom dish for us? It'll be just like camping together. If you like. However, you must commit to finishing your meal. Wasting food is wasting life, and will be punished accordingly. Article 2 of Riza Maxia's Constitution. You put that in the Constitution? That was a joke, of course. But it is a custom of Azul, where I was born. Unlike the bountiful land around you now, the environment that surrounds Azul is harsh and unforgiving. Riza Maxia may be rich in nature, but I suppose it's all the more dangerous for it. Der Ersten. Ja, Rauchpilze, das sind diese... Kann man die wirklich essen? Weil das waren eigentlich nur diese giftigen Pilze, wo immer, wenn man drauf hat, so eine Rauchwolke rauskommt und man vergiftet es. Will ich sowas essen? Besonders giftige Pilze aller Arschen. So hört sich das. Das hört sich richtig lecker an. So, dann machen wir die... Nein, warum? Alle so mies! Wartet, ich will mich kurz... Jetzt kommt erstmal Müsse-Artes vom Musette. Emptiness and eternity.
So, das sollte es von allen gewesen sein. Was mich geärgert hat, warum haben meine Teamkollegen schon wieder sowas gemacht? Die machen, ich verstehe ja, dass sie Artes machen und können sie auch gerne zusammen machen, aber nicht, wenn meine Anzeige voll ist und die dann meine Anzeige hier dann leer machen. Das finde ich nicht so cool. Egal, immer noch mal ein schönes, cooles, mystisches Artes von Musik gesehen. Das war's wert. So, eine Kiste. Da sind Menschen. Und, wo muss ich überhaupt hin? Das sollte ich mir vielleicht erstmal anschauen. Warte. Versuche tief in der Welt vorzudringen. Nee, die Monster sind doch nicht zu fürchten. Kleine, süße Monster. Sowas halte ich mir als Haustier. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, wo ich lang muss. Ich laufe jetzt einfach mal hier querbeet durch die Pampa. So. Dahin. Dann kämpfen wir gegen dich hier, mein kleines Pilzmonster. Egal. Mach mal halt Sightseeing-Turm. Ach, der Satz, das Tiefenwald. Immer eine schöne Location. Was? Nee, doch nicht so schön. Ich weiß nicht, Testziele 1, da waren wir auch da. Und da ist es nicht so schön geendet, weil da haben wir gegen Zhao gekämpft. War vielleicht nicht ganz so schön. So, mir fällt auf, die Gegner geben gar nicht mal so schlechte Erfahrung. So 1200 für solche Gegner schon ganz passabel. Aber mir fehlen diese Gegner, also, wir haben es ja gesehen in den Splitter-Dimensionen haben wir. Oh, ein komm, den krieg ich. Ja! Nein! Der Gegner hat gecheatet. Der hat gecheatet, Leute. Jetzt alle gesehen. Das war wieder so einer von diesen coolen Blockus-Dinger da. Übrigens, das sind die Pilze. Ich zeig's mal. Verliert man ein bisschen Leben. Nicht Schlimmes, aber egal. Diese blöden Steine, die laufen immer weg. Und der war irgendwie außerhalb schon des Bildschirms. Das heißt, ich konnte gar nicht an ihn rankommen. Das Spiel hat mich betrogen. So, dafür nehme ich jetzt Musette und mache hier voll die unfairen. Habe ich Musette? Ja, doch, ich habe Musette. Ich habe, glaube ich, die falsche Tasse gedrückt. Ich wollte wieder diese coole Kugel, diese blaue da machen. Ich liebe die. Sieht immer so cool aus. So, jetzt gehen wir einfach mal dahin. Wir sind ja hier nur auf Sightseeing-Tour. Ich glaube, jetzt bin ich gleich wieder draußen, oder? So, kann das Spiel mir nicht irgendwie einen ganz kleinen Tipp geben, wo lang ich muss? Links, rechts, oben, unten? Egal. Laufen wir einfach mal hier, wie gesagt, querbeet rum. So, ich komme dran. Ah, wunderbar. So, meiner. So, was gibt's noch so Schönes zu reden? Ach, wir können einfach mal über die Nebenaufgaben reden. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, die Nebenaufgaben. Mir gefallen die immer echt ganz gut. Finde ich, ist eine ganz schöne Ergänzung hier zu Tales of Cilia 1. Diese Charakter-Events, also meine ich jetzt hier besonders eben, das, was wir gerade eben machen, finde ich immer ganz schön. Ich würde schon sagen, relativ viele. Wie viele Partymitglieder haben wir? 7 müssen es sein. Schauen wir ganz kurz. 1, 2, wir können ja weiter. Wir haben keine Übersicht von allen Charakteren. Aber es müssten, also mit Luga sind es 8 und so sind es, glaube ich, 7, die wir hier haben. Und ich finde es ganz schön, Leute, dass wir wirklich mit jedem hier ein paar Missionchen haben und halt nicht immer irgendwie eine oder so eine ganz kurze. Es sind schon immer längere Missionen. Einzige, was mich an denen gestört hat, ist, dass wirklich sehr viele der Missionen im Endeffekt dann irgendwann mal abgeglitten sind. Ha, da ist eine Splitterdimension und du musst in die Splitterdimension gehen und da was kaputt machen. Das finde ich ein bisschen schade, weil, ja, zum Beispiel sowas wie das finde ich eigentlich, also auch wenn ich nicht weiß, wo ich gerade hin muss, ist es vom Prinzip ganz nett, dass man sowas hat und nicht immer, ja, eine Splitterdimension, ja, und noch eine Splitterdimension, ja, und noch eine Splitterdimension. Finde ich ganz nett, also die Charakter-Events, finde ich, ist eines der schönsten Sachen, die man Tales of Cilia 2 hinzugefügt hat, im Gegensatz zu Tales of Cilia 1. Das Schlechteste, was man in Tales of Cilia 2 erfunden hat, was nicht gab in Tales of Cilia 1, oder was man wegrationalisiert hat aus Tales of Cilia 1, ist ganz klar, dass man nicht mehr Charaktere austauschen kann im Kampf. Ich sag's immer wieder, wer sich das ausgedacht hat, Leute, gekündigt hoffentlich, der kann an irgendwie Final Fantasy 13 oder so mitarbeiten, aber hoffentlich dann nicht an Tales of Cysteria. Weil ich finde, es ärgert mich immer. Ich weiß, ich habe das oft angesprochen, aber ich sag auch immer wieder, es ärgert mich so tierisch, dass das Element rausgestrichen worden ist. Es war in Final Fantasy 10 eines der besten Elemente, dass man Charakter austauschen kann. Es ist in Tales of Cilia 1 eines der besten im Kampf Systeme. Oh, kannst du mal aufhören zu blocken? Systeme gewesen, dass ich einfach sagen kann, ja, ich drücke jetzt hier den rechten Stick und dann tue ich einfach mal an ein Teammitglied reinwechseln. Dude, wieder auf Baggerkurs hier. So, und ich finde es so schade und ich ärgere mich da jedes Mal darüber, besonders bei härteren Kämpfen, dass das Element rausgestrichen worden ist. Werde ich immer machen, tut mir leid, aber es ist einfach so. Es ist einfach ärgerlich.
Und ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum man das nicht gemacht hat. Besonders halt ist es dumm, wir haben es bei dem Kampf gegen Victor gesehen, also hier Els Vater, also uns. was mit Abstand der härteste Kampf war, Kronos war jetzt nicht so hart, weil wir im Endeffekt gar nicht besiegen mussten. Aber der Kampf war einfach der unfairste Kampf überhaupt, weil du einfach mit Jude, Mila und Rowan nur einen halbwegs okayen Heiler dabei hattest und Rowan im Endeffekt komplett uneffektiv war, weil der einfach nicht gegen solche Gegner irgendwie effektiv ist und Mila war halt schon ganz okay. Aber trotzdem war der Kampf so tierisch nervig, weil ich einfach Rowan aufgezwungen bekommen habe. Anstatt dass ich da irgendwie Leia oder Elise habe oder beide. Und warum hast du mich jetzt in den Hinterhalt gelockt? Finde ich gar nicht cool. Fand ich sehr schade und ich hoffe, also ich würde mir wünschen, wenn Tales of Terra rauskommt, dass es wieder reinkommt. Wer weiß. Es wäre dann hier anders. Eine andere Tales-Serie, aber trotzdem. Was war das? Das war Musette. Warte, ich will doch. Das will ich. Hast du mich gerade echt angegriffen? Ich mach doch mal eine coole Attacke jetzt. So, da haben wir's. Ich liebe es so sehr, dieses Art. So, apropos, da können wir über Tales of Terra reden. Tales of Terra kommt da raus irgendwann. Was ich ganz interessant fand, es kommt ja noch für die PS3 raus. Das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, weil wir hier schon eigentlich im Next-Gen-Alter sind. Aber ich, es ist auch nicht so verwunderlich. Einmal muss man natürlich sagen, das ist nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach so, dass Tales-Spiele noch nie gut aussahen, also auf einem grafischen Level irgendwie. Also, ich finde immer ganz, was ich immer an der Grafik mir halt sehr gut gefällt, ist, dass immer sehr viel Wert drauf gelegt wird auf die Charaktere, also auf die Charaktermodelle und sowas. Also ich meine, die sind alle individuell, das hat einen super Charakter, also Gesichtszüge, dass du halt immer so siehst, da lacht jemand, da weint jemand, was auch immer. Sowas hast du, zum Beispiel Mass Effect, ich liebe Mass Effect, es ist ein abgöttisch super gutes Spiel. Und jetzt, ich dachte, jetzt kommt eine Katze. Und ich liebe das Spiel so sehr, aber ich finde, dieses Spiel hat so schlechte Charakterzüge, weil ich finde immer, jeder Charakter in diesem Spiel, egal wie er aussieht, hat immer depressiv. Er lacht, er weint, was auch immer, aber ich finde, er sieht immer depressiv aus. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und in Testina finde ich einfach geil, dass wirklich jeder Charakter immer, also dass man halt die Emotionen halt nachfühlen kann. Das finde ich schön, aber der Rest der Grafik, also neben den tollen Charakteren, also besonders halt die Welt, das verdammte Poppen, was wirklich teilweise nervt, ist halt wirklich nicht schön. Muss man ja ganz klipp und klar sagen. Ich meine halt, ihr wisst ja, wenn ich was ankreide an Tales of Celia, dann ist es im Endeffekt nie schlimm, weil ihr wisst, ich liebe Tales of Celia 1 und Tales of Celia 2 beide sehr. Und aber man muss ja auch hier ein bisschen kritisch mal sein. So, wo gehe ich jetzt überhaupt lang? Und, was mich nervt, warum kann mir das Spiel nicht irgendwie so einen ganz kleinen Hinweis geben, wo ich hingehen muss? So, weil ich glaube, ich bin jetzt gleich wieder draußen. So, gehen wir dahin und... Wo sind wir jetzt? Jetzt mal gleich draußen. Ah, ja, jetzt wird's markiert auf der Karte. So, wunderbar. Wow, hold up a second. Look at this place. Why don't we take a break to sightsee? Very well. Yes! Hey, Erston! When I was a child, they called me the Azulian Monkey. I made a game out of climbing trees to pick cherries. I'd throw them at my sister, Carla. Oh. Wait. Noticed them too? I did. Monsters, planning an ambush. Let's take care of them. Right around here. Yes. Here they come. So, oh, was ist denn das? Ein Riesenbaum, sehr cool. Mach mal, ja, komm, mach mal schnell hier. Prepare yourself. My sword cries out. The one blade to vanquish evil. Absolute domination. Fool. Voll unnütz auf einen Gegner das gemacht, der eh so gestorben wird durch unsere Schläge, aber egal.
Das war es mir wert, Leute. Ich liebe das mystische Artus von hier. Ja, das sieht so cool aus. Schon komplett unnütz. Aber egal, Leute. Es geht ja nicht darum, dass die nütze sind. Es geht ja nur darum, dass es cool aussieht. So, Dankeschön. Habt ihr gerade gesehen, wie Chaos mich hier... Hat mich wieder aufgeweckt, was ganz nett war. Aber wie? Er holt einfach mal sein Schwert und haut mir damit ein. Sehr geil. Bist schon nett, Gaius. Bist schon richtig nett. So, warte, wir müssen... ich glaube, der Hammer war effektiv. Hätte ich Elvin dabei. Dann könnte ich jetzt hier... Wunderschön hier, das kombinieren. Warte mal, ich suche gerade eine andere Waffe. Die hier, also. Bam! Ich liebe den Gewitterschuss. Und jetzt. Der ist so cool, der Gewitterschuss. Und jetzt erstmal hier. Windverbindungskanone. So, und dann sollten wir, wenn wir dieser riesige Trenchcoat. Er heißt ja Waldtrench. Bei mir ist er der Trenchcoat. Und er ist überwuchert. Und hier sieht man die Schwäche. Aha. Wunderbar. Cool. Ich weiß gerade nicht, warum das eingeblendet wird, aber egal, wurscht. Machen wir nochmal Windverbindung, und das war's da jetzt vom riesigen Trenchcoat, oder? Die spielen da mit dem kleinen Hund und ich mit dem riesigen Trenchcoat. Boah, Juli Boy, bist schon hier zu nichts zu nützen. Egal! 9000 Erfahrung, nicht schlecht. I'm getting strong. Hey, where'd they go? I don't know, but now's our chance. Where were you guys? Just attending to a little business, as Erston might say. Where'd Kyle go? What's up, Big E? Big E? We're all pretty tight now, yeah? I mean, you're pretty cool, even for an older dude. I'm not sure I like where this is going. Lighten up, Big E. Yeah, you're gonna dig this. What's that? It's a camera. You do know what a camera is, right? We all pooled our money for it. Oh, a present? It was Kyle's idea. Tanner helped pick it out, though. Isn't that thoughtful? Let's see. Tanner, scoot right. Perfect. Be right there. You're part of the gang now, Big E. Don't you forget that. Well, we better head back soon, shall we? Wait, can we make a quick stop at Marksburg? A new GHS model just came out. I gotta get my hands on one. What do you say, Big E? Come on. If you must. Big E. Big E. Der alte Gaius, er hatte sein Schwert ausgepackt und dann erstmal hier absolut Domination wieder bei ihm gemacht. Das ist ein Big E, das gefällt mir. So, Gaius hier voll der. Ja, Gaius zu cool. Ich weiß, dass du jetzt hier zu deiner kleinen Straßengang gehörst. Sehr nett. Und wir haben eine Kamera halten, sehr schön. Und ein Erinnerungsfoto. Oh, fand ich ganz nett, Leute. Finde ich echt schön. Die Szene hier. So, gut, dann porten wir. Bitte komm uns porten. Ah, gut. Dann porten wir uns nochmal nach Marksburg. Oh, Eingang Riese Max hier. Ich befürchte es. Ich wette, es wird uns jetzt jemand erkennen. Okay, I'm gonna run in. I'll be back in a flash. You guys sit tight on the Olympia side, okay? Oh, man. I'm dead on my feet. Let's say we grab a bite at the inn and head home when Kyle gets back. I take it your silence means heck yeah? He sure is taking his time. How long is Kyle gonna keep us waiting here? Don't pout. You're the one who said it was okay. Knowing Kyle, I should have anticipated this. I'm sick of hanging around. I'll go get him. What's that about? They said something about a soldier getting killed. What's going on? Jeez, took you long enough. Where have you been? Kyle? What's wrong? Nothing, I'm fine. Sorry I'm late.
Let's go. They said someone murdered a Rizomaxian soldier. Apparently, the killer's still on the loose. I heard they were looking for a young male. They think he's still hiding in the city somewhere. We've always had friction with folks from the other side here in Marksburg. But there's never been a murder, you know? If the killer turns out to be Olympian, this could turn into an international incident. Yeah, a murderer's bad enough. But that would take it to a whole nother horrible level. Someone killed a soldier? Everyone seems to be freaking out. Well, well. They asked me to come all the way to Marksburg to help with the investigation, and who do I run into? Pretty big coincidence, huh? Pretty big. Herschel. Did you need something? And look who's with him. My, but you've all gotten chummy with each other. That's none of your business. Go home. Ah, but I've only just gotten here. And seeing you lot certainly adds some credence to my working theory. Kyle, you killed that Rizomaxian soldier, didn't you? And I will see you arrested for it. What are you talking about? You've had your fun. Stop hassling us. Huh. Oh, and I know you raised a hand to one of my men earlier. I don't have any proof, but I certainly don't intend to let that slide. What a creep. Let's just get the hell back to Triglav already. Kyle, it wasn't you, was it? How could you even ask me that? Even Big E's not on my side now? Tanner's right. Let's blow this joint. What did you learn? Gaius? That guy? The king of Rizomaxia? Interesting. Very interesting. Gaius Kapitel 3. Die Sehenswürdigkeit von Rizomaxia Ende. So, unsere schöne Reise hat ja doch ein gar nicht mal so schönes Ende gefunden im Endeffekt jetzt hier. Leute, warum kann ich mal irgendeine Nebenaufgabe schön ausgehen? Zumindest, ja, wir haben, warte. Taste ist hier der zweite Outfit. Oh, da müssen wir gleich mal hier beim Gas schauen, ob ich ihn noch ein bisschen sexier machen kann. Ein lila. Oh, das sieht ja furchtbar aus. Wisst ihr, was ich finde, was super zu Gas passt? Ein Partyhut! Nein, warte, jetzt habe ich den Partyhut nicht aufgenommen. Jetzt habe ich die Kumpanenbrille aufgenommen. Nee, die passt gar nicht. So, aber der Partyhut, der steht die. Nein, natürlich nicht. Da fällt mir noch was ein, was wir noch machen können. Ja, sehr schade. Also, ich denke, wir wissen alle, dass der Kyle da, ja, zumindest verwickelt ist. Ob er ihn nun getötet hat, kann man nicht zu 100% sagen, aber dass er da zumindest verwickelt ist, ist klar. Und was ich ein bisschen schade finde, dass er uns hier betrügt, Leute. Aber, naja. Wir werden wahrscheinlich noch mal bald eine andere Nebenaufgabe mit ihm haben. So, wer will einen Freundschaftstrank? Wer kriegt den schönen Freundschaftstrank? Freundschaftstrank? Ich würde sagen, wir geben ihm... Wir machen jetzt noch ein Zufallprinzip. So, ich mache die Augen zu und... Ah, Alvin! Okay, sehr schön. Schauen wir mal dann noch mal kurz in die Freundschaft. So, Freundschaft. Warte, wie viel Leben haben wir? 4899. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so wenig. So, Monsette haben wir fast 3 Herzen. Gauss haben wir schon 4. Ron haben wir 3 und fast das 4. Mit Lay haben wir 4,5. Mit Mila haben wir 4,5. Mit Elise haben wir fast 4. Mit Elvin haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herrschen. Ha. Ja, aber dem füttern wir ja auch die ganze Zeit mit Freundschaftstränken zu. Und beim Judy brauchen wir 4. Ich würde sagen, das passt, Leute. Dann müssen wir jetzt aber erstmal hier die wieder raushauen und unsere gute Party wieder schamtun. So, das ist gerade meine Lieblingsparty, mit der ich so am liebsten kämpfe. Und nun würde ich sagen, Leute, ist es der Zeitpunkt gekommen, um einen kleinen Cut zu machen. Im nächsten Mal geht es dann weiter mit. Hey, Cecilia, bis dahin.